Willkommen zur 24. und letzten Sendung von Klimbim. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebes Publikum. Heute heißt es zum letzten Mal Klimbim und das bedeutet Abschied nehmen. Zum 24. Mal machen wir heute Klimbim und fast hätten wir die Zahl 25 erreicht und damit so eine Art silberne Hochzeit zwischen Ihnen und uns feiern können. Da aber die Zahl 25 in Verbindung mit silberne Sendung oder überhaupt mit Jubiläum und so furchtbar alt macht, wollen wir uns von Ihnen verabschieden, solange wir noch jung sind. Nicht wahr, Helmut? Wie meinst du das? Er meint, dass er bei Klimbim nicht so alt werden möchte wie der Opa, den er hier immer spielt. Apropos Opa. Liebes Publikum, die Klimbim-Familie ist schon weg. Sie weilt nicht mehr unter uns. Sie hat zwar noch Grüße für Sie hinterlassen, aber sonst nichts. Wie Sie wissen, wollte die Familie ja schon lange aus der alten Wohnung ausziehen und sie hat in den letzten Sendungen hart gearbeitet, um ein paar Mark für ein eigenes Haus zu verdienen. Sie hat ein Restaurant eröffnet, eine Kunstgalerie, ein Gesangsstudio und der Opa hat sogar bei Alles oder Nichts mitgewirkt. Aber, wie viele von Ihnen gesehen haben, waren diese Anstrengungen zumeist nicht vom Erfolg gekrönt. Trotzdem, es müssen ein paar Flöhe übrig geblieben sein, denn, wie gesagt, die Wohnung ist leer, die Familie ist weg und irgendwo im Süden bauen sich die Klimbims jetzt ein Haus, um sich darin zur Ruhe zu setzen. Bevor wir jetzt mit unserer letzten Show beginnen, einer Klimbim-Revue, wie Sie sie bei uns noch nie gesehen haben, es wird viele schöne Überraschungen geben, zeigen wir Ihnen noch den Filmbericht unseres Kameramanns, der Klimbim-Familie heimlich gefolgt ist und sie auf ihrem Weg in den Ruhestand beobachtet hat. Bitte Film ab! Das scheint eine hübsche Gegend zu sein. Mir würde es hier auch gefallen. Alles so natürlich, genau wie wir. Dann schlagen wir hier Wurzeln. Alle hopp! Was ist denn? Wo sind wir denn hier? Warum ist es denn hier so grün? Das passt ja gar nicht zu meinem Kleid. So kann man denn hier nicht mal in Ruhe auspennen? Alles aussteigen, wir sind am Ziel. Am Ziel? Ja, ist das nicht herrlich? Hier bauen wir unser Haus und dann ist endgültig Schluss mit Klimbim. Ja, Gott sei Dank. Aber warum wollt ihr ausgerechnet hier unser Haus bauen? Hier ist doch überhaupt nichts los. Wo wir Klimbims sind, ist immer was los. Was, Gabilein? Klar. Und das Grundstück? Gehört uns denn überhaupt das Grundstück? Noch nicht, aber gleich. Was die Amis auf dem Mond können, das können wir auf der Erde schon lange. So. Dieses Land ist unser Land. Gott save the Queen. Und jetzt? Was heißt hier und jetzt? Jetzt fangen wir sofort an zu bauen, ihr Faulpelze. Aber womit denn? Wir haben noch gar keine Steine. So ein Quatsch. Heute baut man doch nicht mehr mit Steinen. Mit was denn sonst? Mit Schulden. Hier, Sie Bankklaue, Sie heben erst mal den Keller aus. Und wo bitte? Richtig, wir haben ja gar keinen Plan. Was ein rechter Klimbim ist, braucht keinen Plan, sondern Intuition. Lass mal sehen. So, ein schönes Plätzchen. Wo ist oben? Da kommt der Balkon hin. Da die Küche und da die Zugbrücke. Jetzt sehe ich es ganz klar, so wird unser Haus. Und da hinten heben Sie jetzt den Keller aus, die Schippe. Aber da ist doch viel zu steinig. Ich grab lieber hier, hier ist es weicher. Da kommt doch das Haus gar nicht hin, Sie Hinterlader. Ich grab ja auch nicht das Haus, sondern nur den Keller. Adola hat ganz recht, der Keller muss ja nicht unbedingt unterm Haus sein. Jawohl, wenn wir schon bauen, dann bauen wir scheiß modern. Na, von mir aus. So, und jetzt das Bett. Gabi, fass mal an. Juhu, hier kommt das Schlafzimmer hin. Richtig. Apropos richtig, wann wird denn hier eigentlich Richtfest gefeiert? Richtfest ist erst, wenn der Dachstuhl steht. Ach, das sind doch überkommene Vorurteile, sind das doch. Gabi hat recht, ich habe auch schon einen riesen Durst wegen dieser ewigen Bauerei. Also ihr seid doch eine versoffene Bagage. Nicht mal der Grundstein ist gelegt und da wollt ihr schon Richtfest feiern. Der Grundstein, richtig, der Grundstein. Ich bringe ihn schon. Hey, alle mal mit anfassen, der Kerl ist ja aus Stein. Komm ja schon.
Was machen wir denn jetzt? Ach, lassen wir ihn liegen, wo er ist. Hier liegt er auch ganz gut. Ja, im Haus liegt er doch bloß im Weg rum. Also jedenfalls halte ich schon mal die Gedenkrede. Hey! Sie da! Was machen Sie auf meiner Wiese? Das sehen Sie doch, Sie Heuschrecke. Wir bauen uns ein Haus. Was heißt hier Ihre Wiese? Das ist unsere Wiese, Sie Krautjunker. Meine Wiese ist das. Quatschen Sie nicht so dämlich. Die Wiese haben wir erobert. Jawohl, wir werden Sie bis zum letzten Blutstropfen verteidigen, Sie Sensenmann. Das wollen wir doch mal sehen. Das ist meine Wiese und mein Gras. Und das mähe ich jetzt. Lassen Sie das gefällig, Sie Miststapler, das ist unser Gras. Ja, was? Eine Unverschämtheit, sich an fremdem Eigentum zu vergreifen. Wer vergreift sich denn hier an fremdem Eigentum? Sie doch, Sie Subventionsschwindler. Streitet euch doch nicht mit diesen Aufständischen rum. Den vertreiben wir jetzt kurzerhand von unserem Grundstück. Ziegenmelker sind wir los. Und jetzt weiter mit der Grundsteinlegung. Wolltest du nicht eine Rede halten? Ach ja, richtig. Kommt mal alle her. Mütze ab, Sie Maulwurf, jetzt wird's feierlich. Lieber Grundstein, du, auf dir werden wir unser Heim errichten. Ist doch nicht wahr, das Haus kommt nicht da, sondern da hinten hin. Und Zeuge sollst du sein, wie fleißig wir Klimbims sein können. Los an die Arbeit, die Burwurm. Was tun Sie? Ich führe die Bauaufsicht und sorge für die Getränke. Gib mal die Pulle her, du oller Saftsack. Wie redst du denn mit deinem alten Großvater? So spricht man auf dem Bau, da herrscht ein rauer Umgangston. Prost. In Ordnung, alter Kumpel. Ey, das will ein richtiger Maurer sein und kann doch nicht mal aus der Flasche trinken. Schnauze Sie, Rohrklemme, wann ist denn endlich Ihr scheiß Keller fertig? Richtig, müssen uns verdammt ranhalten. Ich fange jetzt schon mal an, das Dach zu decken. Ha, wie komme ich denn da bloß rauf? Bist du denn immer noch nicht auf Wasser gestoßen, mein Herzblatt? Nein, aber bald bin ich in der Hölle. Da gehören Sie auch hin, Sie Knackwurst. Meinst du nicht, es wäre vernünftiger, statt dieser blödsinnigen Mauer erstmal eine vernünftige, solide Haustür zu bauen? Man muss ja immer Angst haben, es kommt einer und stiehlt einem was. Als ob bei dir noch was zu holen wäre. Ungezogenes, gehör ungezogenes. Jetzt wird's aber höchste Zeit fürs Richtfest. Wo ist das Bier? Wo soll's schon sein? Bei mir. Aber Opa, du machst ja das ganze Haus nass. Das macht nichts, das ist wie bei einer Taufe. So, jetzt bitte ich mir feierliche Gesichter aus. Und meine süße Gabi hält den Richtspruch. Du stolzes Haus, das hier entsteht, wenn auch der Wind noch durch dich weht, bald stehst du da in voller Pracht. Drum wird jetzt einer drauf gemacht. Und jetzt den Sinn. Ja. Ich taufe dich auf den Namen Villa Klimbim. Verdammter Mist, wir hätten doch erst tapezieren sollen. Jetzt kann ich nochmal von vorne anfangen. Verdammte Kacke, die Mauer trocknet uns ja nie aus bis zum Winter, ne? Trinken wir erstmal einen. Genau, sonst trocknen nämlich wir aus. Prost! Wo ist der Schnaps oder soll ich das Bier trocken runterwürgen? Nein, Opa, nie und immer. Das Kind säuft ja wie ein Maurer. Ist ja auch einer, was Kleines. Und ab! Von dem Gesöff wird einem richtig warm, da können wir uns wohl die Heizung sparen. Ich geh inzwischen mal wieder ein paar Schippen schippen. Halt, Sie Trottel! Gehen Sie gefälligst durch die Tür. Aber wieso denn? Hier ist doch überhaupt keine Mauer. Aber du musst dich dran gewöhnen, sonst rennst du doch immer mit dem Kopf gegen die Wand, wenn das Haus fertig ist. So ein Quatsch. Siehst du. Durch die Tür, Sie Trottel. Wo? Na da. Aber vorhin haben Sie doch gesagt, die Tür wäre hier. Macht nichts, ich habe mir es anders überlegt. Da ist es praktischer. Na, gehen Sie, gehen Sie. Na ja, aufmachen müssen Sie schon. So wie hier gebaut wird, wird das Haus nie fertig. Jawohl, besonders wenn ich mir Ihre erbärmliche Grube ansehe, Sie Maulwurf. Sag nichts gegen Adolas Keller. Genau, was haben Sie denn bisher getan, Sie Ausbeuter? Ich habe immerhin in drei Kriegen gekämpft, Sie Pazifist. Und ohne mich wäre dies hier schon längst keine deutsche Erde mehr. Außerdem hat Opa die Dachkonstruktion erfunden, sonst hätten wir in 10 Jahren noch kein Richtfest. Richtfest, Richtfest, ich höre immer nur Richtfest. Ihr sucht doch nur einen Anlass, um euch zu besaufen. Alles mal herkommen. Wie tief ist der Keller? 1,50 Meter. Das reicht ja schon, tiefer muss er gar nicht werden. Keller fertig, Grund zum Feiern, Gabi Schnaps her, Prost. Aber ist der nicht ein bisschen eng? Was heißt hier eng? Was meinst du denn, was für engen Löchern wir gehaust haben damals in Flandern? Für die Kartoffeln rein. Ja, aber nicht für die Kohlen. Keine fiese Matenten, die Kohlen kommen auf den Speicher. Logisch, dann brauchst du sie nicht mehr raufzuholen, sondern nur noch runter. Gescheit, gescheit, junger Mann. Wenn man ein Haus baut, muss eben alles gut durchdacht sein. Was ist denn das für ein Lärm?
Ich glaube, wir bekommen schon Besuch. Ei, was ist denn das? Das muss ich mir mal näher ansehen. Panzer! Feindliche Panzer! Die damals in den Ardennen! Deckung! Volle Deckung! Feindliche Panzer! Macht euch nichts vor! Dies ist das Ende der Klimbim-Familie! Aber müssen wir denn so traurig enden? In so einem Dreckloch? Das ist kein Dreckloch, sondern ein Schützengraben, du undankbare Geisterbahn. Was gibt es Schöneres, als in einer Schlacht zu sterben? Na, zum Beispiel im Bett mit einer Flasche Wein und einer schönen Frau im Arm. Jawohl, ich hätte auch lieber einen Grenadier an der Brust als ein Loch im Kopf. Unsündiges Gehör, das ist unsere letzte Stunde. Ich will aber nicht sterben. Los jetzt, reißt euch endlich zusammen. Der schönste Tod ist immer noch der Heldentod. Und da kommt er schon. Opa hat recht. Denk doch nur an die vielen Minister und Präsidenten, die uns dann die letzte Ehre erweisen. Und immer Kränze aufs Grab legen. So ist es. Und damit sind wir ein für alle Mal unsterblich. Jawohl, wir werden noch als Tote noch viel Blödsinn machen. Es liebe die Tote, Klimbim-Familie. Hurra! Scheiße! Schöne Scheiße ist der viele Dreck, den die da auf uns schütten. Damit wollen wir sie fertig, Herr Lundfort, machen. Das wird ihnen nichts nützen. Sie werden uns schon hören, wenn wir uns eines Tages im Grab herumdrehen werden. So ist es, mein Kind. Und jetzt halt die Klappe, damit ich endlich den letzten Zapfenstreich hören kann. Ups. Ja, meine Damen und Herren, die Klimbim-Familie ist nun endgültig in den Ruhestand getreten oder besser gesagt in den Ruhestand geschoben worden. Und uns bleibt auch nur noch eine halbe Stunde, bevor uns die Stunde schlägt. Und da haben wir uns ein paar einschlägige Gedanken gemacht, wie wir den letzten Glockenschlag mit Ihnen verbringen werden. Und hier die Lösung. Wir zeigen Ihnen die erste, die allererste Klimbim-Show. Keine Angst, keine Wiederholung. Diese Klimbim-Show haben Sie noch nie gesehen, denn sie fand vor rund 50 Jahren statt. Damals gab es noch gar kein Fernsehen. Die Chose fand im Saale statt, oder besser gesagt im Theater. Die Mittel und Möglichkeiten waren sehr begrenzt, aber die Laune allerbestens. Wir haben in unserem Archiv einen Film gefunden, der Ausschnitte dieses ersten Spektakels für die Nachwelt erhalten hat. Sie sehen also jetzt zum Ende von Klimbim den Anfang von Klimbim. Wir blenden jetzt 50 Jahre zurück. Film ab, Vorhang auf, zur allerersten Klimbim-Show. Das Publikum, was Sie nun hier gleich sehen, haut den stärksten Neger um. Und nicht nur den, so ein Sensationsprogramm, das gibt es nicht nochmal. Und auch der Artistenstamm ist erste Wahl. Treten Sie noch näher ran. Doch, Kneefrau, es fängt gleich an. Ja, Sie kriegen für Ihr Geld so manches starke Stück. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, das fällt zurück. Was? Sie sehen wir grandios. Auch die Presse fand Samus. Triumphal, kolossal, genial, ideal, jedes Mal ganz groß, optimal, ein Signal, sehr vital, nie banal. Werte Freunde, jetzt geht's los. Was bewegt uns? Was erregt uns? Was macht schulzig? Was ist putzig? Was ist ständig? Unanständig? Was ist schmerzhaft? Doch bisweilen scherzhaft. Was entspannt uns? Und was band uns? Was belebt uns? Und erhebt uns? Was entzückt uns? Was beglückt uns? Was braucht der Mensch? Klimbim. Was bewegt uns? Klimbim. Was erregt uns? Klimbim. Was macht stutzig? Klimbim. Was ist putzig? Klimbim. Was ist ständig? Unanständig? Klimbim. Was ist schmerzhaft? Doch bisweilen scherzhaft. Wo markiert man? Was kapiert man? Klimbim. Was gefällt uns? Unterhält uns? Klimbim. Was genießt man? Klimbim. Was vergießt man? Kunst, was braucht der Mensch? Klimbim.
geht's los jetzt, runter von der Bühne. Fertig machen zur nächsten Nummer. Das darf doch nicht wahr sein. Alle Zeitungen schreiben, unsere neue Revue wäre großer Mist, wäre großer Käse. Aber Herr Direktor, nimm doch die Zeitung nicht so ernst, wa? Die schreiben doch nur, was die Leute sowieso schon alle sagen. Herr Direktor dieses Varietés? Nicht ich, der. Natürlich ich. Und wer sind Sie? Kripa Singh Ramanathan, der berühmteste und erfolgreichste Schlangenbeschwörer der Welt. So, so. Und Sie behaupten, Sie haben Erfolg. Meine Vorstellungen sind immer ausverkauft. Und wo ist die Schlange? Ich sagte doch eben an der Kasse. Was machen Sie denn da? Das sehen Sie doch, ich übe den Seiltrick. Und wie geht der? Also, das Seil muss straff in der Luft stehen, so. Aha, das klappt aber nicht bei Ihnen. Das weiß ich auch, aber deswegen übe ich ja. Mensch, Krawutzke, machen Sie doch nicht solchen Krach. Wieso, schlafende Zuschauer schon? Wer sind Sie denn? Ich bin der neue Kunstschütze. Na ja, dann schießen Sie mir mal was vor. Nee, Sie sind der Direktor. Fangen Sie erst mal an. Wieso ich? Was soll ich Ihnen denn vorschießen? Na, ich dachte erst mal 2000 Mark. Von Attraktion, von Attraktion zu Attraktion geht es hier recht lange schon. Jedoch nach all den Höhepunkten kommt erst jetzt die Sensation. Sensation. Es kommt ein Mann. Sehen Sie das an. Ein Phänomen. Was der kann, er ist ein wahrer Hexenmeister. Passen Sie auf, gleich ist er dran. Es kommt ein Mann. Sehen Sie das an. Ein Phänomen. Was der kann, er ist ein wahrer Hexenmeister. Den Vorhang auf, er ist jetzt dran. Mavelli, ich möchte für mein Leben gerne zaubern. Können Sie mir das nicht beibringen? Nichts leichter als das. Nehmen wir eine Zeitung. Die ist vorne genauso lang wie hinten. Hieraus drehe ich eine Tüte. Du siehst, das geht sehr schnell. Das habe ich vor ein halbes Jahr machen müssen. Das haben wir hier, unseren Rotwein. Hier hinein. Okay. Und nun, akakadabra, sim, salabim, Trick, hau hin. Ach, das ist ja ein ganz einfacher Trick, den kann ich auch. Passen Sie mal auf. Also bitte, hier ist die Tüte. Ja, danke. Da ist der Wein. Ja. Hinein, schön sichtbar. Jetzt der Zauberspruch. So. Abracadabra. Sonderbar, sonderbar. Da drüben unterhält sich mein Mann ganz friedlich mit meinem Liebhaber. Das ist allerdings merkwürdig, denn dasselbe wollte ich gerade auch sagen. Was? Mein Mann ist dein Liebhaber? Umgekehrt! Dein Liebhaber ist mein Mann! Aber, regt euch doch nicht auf! Eure Männer sind eure Liebhaber! Und so soll es doch auch sein! Da hat er auch wieder recht! Es ist entsetzlich. Seit mich meine Frau verlassen hat, schlafe ich schlecht. Seit ich deine Frau verlassen hat, schläfst du schlecht? Wieso schläfst du schlecht, seit ich deine Frau verlassen hat? Sie hat das Bett mitgenommen. Ist das nicht
ich toll. Ich weiß, wie meine Strümpfe jetzt ohne Strumpfhalter halten. Sie rutschen nicht mehr runter. Sie rutschen nicht mehr runter? Wie halten denn deine Strümpfe jetzt ohne Strumpfhalter? Ganz einfach. Ich laufe nur noch auf Händen. Fräulein Engel, Sie sind Platzanweiserin in diesem Theater. Ja. Sie haben schon 736 Mal die Vorstellung gesehen. Ja. Und Sie haben schon 736 Mal Marlene Dietrich erleben dürfen. Ja. Fräulein Engel, wenn man 736 Mal die Vorstellung gesehen hat und 736 Mal Marlene Dietrich erleben durfte, das geht doch nicht spurlos an einem vorbei. Aber ja, mir macht das ja nichts aus. Aber meine Kollegin da drüben, die dreht durch, die hält sich tatsächlich schon für die Marlene Dietrich. Aber das ist ja schrecklich. Ja, dabei bin ich es doch. Meine Damen und Herren, ein junger schwedischer Regisseur hat ein Musical geschrieben, das wir jetzt uraufführen wollen. Dieser begabte junge schwedische Regisseur will das Thema dieses Musicals nochmal in 50 Jahren in einem Film zur Sprache bringen. Aber wir zeigen Ihnen jetzt schon das Musical. Es heißt Szenen einer Ehe. Buonasera. Buonasera, liebe Vera. Was ist los? Es geht um Tino, unseren Sohn. Wie ich hörte, kommst du gerade von seinem Lehrer. Nimm mal erst Platz. Wieso? Ach so, du sitzt ja schon. Gib schon her das Zeugnis. Wo ist meine Brille? Wenn du willst, Ricardo, lese ich's dir vor. Eine Eins in Religion und in Betragen. Das hört dein Vater mit viel Behagen. Was steht hier mit Rot und zweimal unterstrichen? Er muss runter von der Schule. Sag das nochmal! Er muss runter von der Schule! So ein Skandal! Ach, du Depp, du blöder Depp, du! Sprich nicht so von Tino! Ich brauche einen Vino, Mama Mia. Diese Schande, mein Gott, Vera! Dein Gesicht, das hat sich gelblich-grün verfärbt. Mein Bambino Tino wird nur Straßenkehrer. Wenn das mein Vater hört, puh, dann werden wir enterbt. Liebe Vera, sprich doch noch mal mit dem Lehrer. Sag, mein Bruder ist ein Boss der Mafia. Eins steht fest, dass unser Sohn wohl nicht ganz hier ist. Und dass sein Spatzenhirn nicht von mir ist. Er hat deinen Geist geerbt. Und deine Schönheit. Und er. Liebe Vera, das war zu viel. Anneli. Ja, Cherie? Komm mal schnell. Schon so schnell. Du, den Knopf. Den find ich nie. Ruhig, Cherie. Nicht fluchen. Suchen. Könnte er hier sein? Oder bei dir sein? Schatz, du müsstest schon längst beim Turnier sein. Beim Turnier sein? Dort im Etui? Nein, Cherie. Auf dem Klo? Ach, wo? Sowas grenzt schon an schwarze Magie. An Idiotie. Ach, Gottchen. Ach, Lottchen. Wär bloß nicht hässlich. Du bist vergesslich. Annelie. Du, hör auf, spotte nicht. Annelie. Ja, Cherie? Such mal da unterm Schrank. So ist gut, vielen Dank. Unterm Sofa, unterm Tisch, da auch da vis-à-vis. Mir schmerzen die Knie. Wenn du dich bückst, wie du mich beglückst, mir kocht das Blut. Und sonst geht's dir gut? Oh, meine Süße, meine Süße, meine Süße. Was hast du? Och, du, mein Hals, du, mein Hals. Was hast du dir? Meine Liebe. Du, was soll das? Ich pfeif aufs Turnier. Du pfeifst aufs Turnier? Ja, ich bleib hier. Was, du bleibst hier? Komm zu mir. Was ist mit dir? Sag mal, Pierre, schmeckt die Milch nicht angebrannt? Interessant. Unser Gärtner ist nachts ein Gigolo. So, so, so. Meine Nachbarin, die spinnt. Du, ich glaub, die kriegt ein Kind. Und zu mir sagt sie, dusselige Kuh. Was sagst du? Seit wann trägst du nicht mehr unseren Ring? Ist ja ein Ding. Wie gefällt dir mein neues Negligé? Ach, herrje. Unsere Perle wird bald braut. Nebenbei gesagt, sie klaut. Denn ich
spannt deine Uhr in ihrem Schuh. Was sagst du? Deine Bank ist bankrott, das ist kein Witz. Ei, Potzblitz. Unser Hund ist ins Auto reingerannt. Allerhand. Gabriele wird vermisst. Kein Mensch weiß, wo sie es ist. Unser Kind, ach, das lässt mir keine Ruhe. Was sagst du? Und du hängst mir zum Hals raus. Ich wär froh, wenn du tot wärst. Was hast du gesagt, Liebling? Meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt ein Meisterwerk. Guten Tag, Herr Direktor, ich bin die neue Nummer. Was haben Sie anzubieten? Nun, ich stehe auf einem Brett unter dem Dach und springe herunter. Ohne Netz? Ohne Netz. Ohne Leine? Ohne Leine. Weiter? Nun ja, ich springe herunter in eine Weinflasche, die auf dem Bühnenboden steht. Und? Da springe ich hinein. Was, rein in die Weinflasche? Das ist doch unmöglich. Wenn ich es Ihnen sage. Unmöglich? Wie wollen Sie das denn machen? Von da oben in die kleine Weinflasche rein? Nun ja, ein kleiner Trick ist schon dabei. Was für ein Trick? Ich benutze einen Trichter. So, ich bringe die Schlangen für Ihren Schlangenbeschwörer. 8 Stück Schlangen, wenn Sie mir das hier bitte quittieren würden. Moment, mache ich gleich. Aber erst nachzählen. 1, ach, lieber Gott. 2, 3. Mein Gott, ist das ein Durcheinander. Aua, du Arsch, hör auf, der beißt weg. Ich hau dir das nicht vor. Moment, das stimmt doch nicht. Das sind nur 7, wo ist die 8? Ich will 8 Schlangen sehen, sonst quittiert nicht. Ich hätte nie gedacht, dass er die Viecher nachzählt. Warum weint ihr denn so fürchterlich? Unser Elefant ist tot. Ihr habt ihn denn so geliebt? Nee, aber wir müssen jetzt das Grab ausheben. Also das eine sag ich dir, wenn du mir noch ein Auge ausschießt, schau ich dich nie wieder an. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen jetzt unseren Liebling, den Kinderstar par excellence, die kleine Margretli. 10 Jahre jung und nun schon seit 12 Jahren in unserem Hause. Seit 19 Jahren eilt sie von Erfolg zu Erfolg. Hier ist sie, 10 Jahre alt, die kleine Margret. Ich kann singen, pfeifen, küssen und tanzen, denn ich bin ein Wunderkind. Ich bin niedlich, süß und 13 und nett. Schlafe noch im Kinderbett. Ich spiel mit Puppe noch, bin herrlich naiv. Das macht mein Image so liebenswert und positiv. Älter werden ist bei diesem Job tödlich. Pubertät ist negativ, sprießt mein Busen, wird das Kleidchen gerafft. Ob man das noch lange schafft? Ich brauch mein Publikum, das sehen Sie doch ein. Ich muss ja schließlich 20 Jahre, noch 13 Jahre sein. Marvelli, zeigen Sie mir doch bitte einen neuen Trick, ja? Einen neuen Trick? Bin gerade dabei. Ja? Mit dem Radio. Hier.
pass auf, ein Tuch. Beim Zaubern lernen muss man gut aufpassen, ein gutes Auge haben, eine sichere Hand. Ich habe nichts im Ärmel, nur meine Arme. Eine sehr ernste Sache. Zähle bis drei. Akakadabra, Simsala, Bim. Voilà. Och, das ist diesmal aber ein ganz leichter Trick. Den schaffe ich bestimmt. Den schaffst du? Mhm. Ja, das möchte ich sehen. Ah, ein Radio bitte. Mhm. Danke. So. Bim, Bala Bim. Sehen Sie, so schnell geht das. Simsalabim, und schon kann ich zaubern. Üben Sie immer noch Ihren Seiltrick? Ja, aber ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Und weiter, meine Herrschaften, geht's in unserem Sensationsprogramm. Jedes Revue-Theater hat seine berühmte Girl-Truppe, aber nur bei uns gibt's eine sexy Boy-Truppe. Und hier sind sie schon, die Superboys. Boys, 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 boys. Ob Milchmann, Don Juan, Junggeselle, Ehemann, mit allen kann man was erleben. Pflege, Kavalier, Steinbock, Löwe oder Stier, sie bringen unsere Brust zum Beben. Es gibt genug von diesen Bengeln, nur nicht zu drängen, da sind noch mehr. Boys, 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 boys. Groß, scharf, klein und dick, oder nur als dünner Strick, sie haben ihre Qualitäten. Blue Jeans, elegant, oder nur im Nachtgewand, sie platzen förmlich aus den Nähten. Doch prüft, bevor ihr einen Mann küsst, ob alles dran ist und alles echt. Kommt mit und schafft euch einen mit List und etwas Charme. Habt ihr den ganzen Arm voll Boys, Boys, Boys? Entschließt euch schnell für einen, genießt für euren Schwarm. Wer eher nur hat oder nur Toys? Doch schließt nicht gleich von der Behaarung. Die Welt ist voll von ihnen, ein wahrer Überschuss. Es herrscht ein Überfluss an Boys. Und glaubt doch nicht, dass welcher flott ist, schon gleich ein Gott ist. Das war nur Zeus. Boys, 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 Boys. Meine Damen und Herren, und jetzt das Verschwinden eines Hundes auf offener Bühne. Oh. Eins, zwei, drei. Jetzt noch mal, ja? Eins, zwei, drei. Und jetzt zum allerletzten Mal. Simsalabim. Eins, zwei, drei. Heinrich! Ah!
frisst so viel. Das hält dir das beste Brett nicht aus. Ab morgen nimmst du ab und ich hau dir den Arsch voll. Lässt am Felsen heut die Schiffer ohne Flirt vorbei mit einem Pfiff. Das ist ihr Kniff. Sagt sie, was hab ich schon davon, wenn er zerschellt am Riff. Das macht sie froh. Sie sagt, oho, wenn ich mal Liebe brauche, treff ich ihn schon irgendwo. Denn wer ein Schiffchen lenkt, nicht gleich an Liebe denkt, doch ist er frei, fährt er aufs Neu zur Lorelei. Und dann mit Chingasa, die Lorelei, die Lorelei, die lässt am Felsen heut die Schiffer ohne Flirt vorbei. Denn wer ein Schiffchen lenkt, nicht gleich an Liebe denkt, doch ist er frei, fährt er aufs Neu zur Lorelei. Hey! Annabella, du bist schon wieder zu spät. Wenn das nochmal vorkommt, muss ich dich rausschmeißen. Aber Herr Direktor, ich war doch beim Arzt. Er hat mich gründlich untersucht und endlich den Fehler gefunden. Und was ist der Fehler? Zu wenig Liebe. Er hat gesagt, ich muss mindestens 10-mal die Woche Liebe haben. Andernfalls könnte ich nicht mehr die volle Leistung am Hochseil bringen. Naja, dann trag mich mal Donnerstag für 2-mal ein. Den Rest musst du dir dann im Ensemble zusammensuchen. Zwei Stunden legen wir den Paten um. Sind wir komplett? Ja. Cannelloni? Ja. Ravioli? Ja. Fettuccini? Ja. Tortellini? Ja. Apfelstrudel? Ja. Danke. Warum der Herr Direktor Sie für so viel Geld eingekauft hat, wa? Bei Ihnen klappt doch überhaupt nichts. Was ist denn an Ihrer Nummer so teuer? Das sehen Sie doch, das Porzellan. Ich finde es sehr traurig, dass Mario Vitello tot ist. Was? Mario Vitello ist tot? Ja. Wann ist denn das passiert? Morgen. Thank you.
Wahl zu Ende und ist aus. Dank sei Ihnen hier im Saal. Für den Applaus lassen Sie es die Welt erfahren, so dass man vor uns spricht, nur wenn Sie begeistert waren. So bitte nicht so ein Publikum wie Sie. So eins hatten wir noch nie. Kolossal, optimal, kongenial, ideal. Auf ein neues nächstes Mal. Was entspannt uns und was band uns? Was belebt uns und erhebt uns? Was entzückt uns? Was beglückt uns? Was ist witzig? Hin und wieder witzig. Wonach giert man? Was kapiert man? Was gefällt uns? Unterhält uns? Was genießt man? Was vergießt man? Und was braucht der Mensch? Bim, 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 bim. Das war die erste und die letzte Klimbim-Sendung zugleich. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Gästen, Maggie May und Lena Beleite. Bei Klaus Dahlen und Silvio Francesco. Und herzlichen Dank Ihnen, liebes Publikum, für 24 Folgen Klimbim. Auf Wiedersehen.